unsere Wanderung durch Österreich im Sinne der Ökonomie der Menschlichkeit hat uns nach Goldegg geführt, in das wunderschöne Holzhaus von der Firma Thoma. Und hier ist der Florian Thoma, der Juniorchef von Holz 100 Thoma Holz. Und meine erste Frage ist, was hat Wohnen mit der Natur und mit dem menschlichen Umfeld zu tun? Also zuerst muss ich mal sagen, danke Gregor, dass du bei uns nicht vorbeispazierst, sondern immer wieder reinschaust, das gefällt mir. Und lass mich überlegen, eigentlich glaube ich, machen wir es für unsere Nachkommen. Das ist beim Wohnen sehr wichtig. Und als Familienvater, wenn du an deine Kinder denkst und an die Kinder der Kinder, könnte man es so definieren, dass man sagt, was ist enkeltauglich? Was ist enkeltaugliches Wohnen? Also ich bin jetzt zum Beispiel gerade in einem Verein tätig, der heißt Enkeltaugliche Umwelt, Verein für enkeltaugliche Umwelt, der ist gerade am Entstehen. Und da beschäftigen wir uns eigentlich genau mit der Frage, was ist enkeltaugliches Wohnen? Ja. Also wie kann ich, wenn ich jetzt dann was baue, das so bauen, dass ich echte Werte entstehen lasse, echte Werte für viele Generationen, dass die da gesund drinnen leben können, dass die da drinnen leben können, im buddhistischen Sinn, ohne Spuren zu hinterlassen. Das heißt, dass sie diese Gebäude, wo es ihnen drinnen gut geht, von einem Ort funktionieren mit der Umweltenergie, die da vorhanden ist, dass das keine Ressourcenfresser sind und dass am Ende vom Leben, wo es dann gesund und sorgenfrei drinnen viele Generationen Zeit verbracht haben, kein Opfer hinterlassen. Mhm. Das ist einmal so, also dass man abfallfrei baut. Das waren jetzt einmal meine ersten Impulse und wir haben dann viele Ideen, nämlich dass man alles Soziale mitdenkt, dass man beim Bauen Wasserkreisläufe mitdenkt, dass ich einfach so funktioniere, wie es uns der Wald sagt, dass ich in Einklang mit dem, was mich umgibt, Lösungen schaffe und nicht auf die Kosten von anderen lebe. Und ich glaube, das können wir als Menschen zusammenbringen. Für das sind wir gescheit genug. Du, und da draußen im Eingangsbereich von eurem Bürogebäude steht ein Plakat, da steht oben ein Haus wie ein Baum und eine Stadt wie ein Wald. Wie kann man sich das vorstellen? Also was ist das Besondere da an Thoma? Ihr arbeitet ohne Chemieeinsatz, also natürlich. Was ist das? Kannst du das beschreiben? Also wir machen Holzhäuser natürlich. Ne? Mhm. Und wenn du jetzt sagst, wie ein Baum, dann musst du jetzt erst einmal fragen, wie entsteht der Baum? Mhm. Nämlich aus Luft. Mhm. Der braucht nichts, dass er wächst. Außer ein paar Mini-Mineralien in der Erde, Luft und Wasser. Und dann entstehen diese Wunderwerke und dieses Geschenk, aus dem wir Häuser bauen können. Und dann, wenn der Baum von uns geht, nachdem er die Luft besser gemacht hat mit seiner Photosynthese, nachdem er neues Wasser aufbereitet hat, nachdem er für viele Lebewesen eine Heimat war, einen Boden verbessert hat, nachdem er das alles gemacht hat und eigentlich eine Situation hinterlassen hat, die besser war wie vorher, geht er, ohne dass er eine Spur hinterlässt. Verschwindet er wieder. Mhm. Und so sollen wir eigentlich unsere Konzepte denken. Das ist das Ideal, an dem wir uns nähern müssen, ne? Beim Bauen. Und dann muss ich einfach sagen, was tut der Mensch? Er nimmt Ressourcen und durchbricht diese Kreisläufe, anstatt von diesen Kreisläufen zu lernen, indem er eben Chemie einschmiert. Mhm. Indem er jetzt dann seine technischen Verbesserungen da einbaut und sich dann wundert, dass das nicht mehr funktioniert und dass er diese Prinzipien verlässt, weil eigentlich muss man von diesen Konzepten lernen und die unangetastet lassen, so gut wie es geht, und mit denen in Einklang kommen. Ja, zum Abschluss noch, wir stehen da so vor so einer Thoma-Holzwand. Da ist keine Chemie drinnen, da ist ein Holztüfel, der ist verbindet. Hard Facts zum Schluss. Ja, genau. Okay. Also, wir nehmen sozusagen dieses Geschenk aus dem Wald und verbinden die ganzen Bretter, die kreuz und quer beieinander gelegt sind, mit einem Holztübel quer durch die Wand. Und das ist unsere Spezialität, eine mechanische Verbindung, die auf Leine komplett verzichtet. Und mit dieser Verbindung können wir dann ganze
Wände, Dachplatten und Decken vorfertigen und bauen, die dann relativ schnell montiert werden und auch wieder rückgebaut werden können, in Stoffkreisläufe eingefügt werden, die durch das, dass keine Chemie drinnen ist, uns gesund leben lassen und mit der Kraft der Sonne sich heizen und kühlen. So ist das Ziel an den Konzepten, an denen und wir. Im Prinzip wohnen in einem Baum. Genau. Oder im Wald. Wald ist für uns dann aber so wie Städte wie der Wald. Mhm. Häuser wie der Baum. Mhm. Der Baum ist das Haus. Mhm. Und viele Bäume sind dann eine Stadt. Die Vision der grünen Stadt. Super. Ja, du Florian, danke für den Austausch. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Und es ist inspirierend. Wir hätten da jetzt noch stundenlang weiterreden können. Alles Gute. Und danke von Herzen. Gute Weiterreise.